Herzlich willkommen bei Nonsens, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Heute dreht sich mal alles um den Frauentag. Der war ja letzte Woche, der Internationale Frauentag, am Freitag, dem 8. März. Und da hat man mal wieder dran erinnert, festgestellt, dass die Frauen eben noch nicht gleichberechtigt sind. Und das weltweit, sogar hier im hochzivilisierten Europa. Freundinnen und Freunde, wir müssen nicht drum rumreden, da geht es nicht nur darum, dass im Durchschnitt in Europa Frauen immer noch 18% weniger verdienen als männliche Kollegen, die die gleiche Arbeit in der gleichen Zeit tun, sondern es geht um Gleichberechtigung, also um die gleichen Rechte von Männern und Frauen. Daran wurde erinnert und dafür kämpfen viele. Zum Beispiel in Suhl gab es eine Demonstration am Diana-Brunnen. Nicht am Manfred-Brunnen, nicht am Heinrich-Brunnen, am Diana-Brunnen. Und das ist ein Brunnen mitten in der Stadt, der zeigt Diana, Göttin der Jagd, wie sie ein paar wilden Säuen hinterherjagt. Das war eine geeignete Kulisse für so eine Frauentagsdemo. Es gibt seltenst noch in Deutschland Berufe, wo Frauen mehr Geld verdienen als ihre männlichen Kollegen. Solche Berufe sind wirklich rar gesät, gibt es meistens nur bei RTL, heißt dann Love Island oder Dschungelcamp oder sowas. Aber ansonsten ist es meistens umgekehrt. Dass das auch in Deutschland mit der Gleichberechtigung der Frau noch gar nicht so lange her ist, beweist dieses kleine Videodokument, das wir im Internet gefunden haben. Im Jahr der Frau sind die Männer hoffentlich etwas ritterlicher geworden. Wenn eine Frau bei einer Autopanne auf männliche Hilfe hofft, ist es unangebracht, Witze über die Frau am Steuer zu reißen, die nichts von Motor und Technik versteht. Oft zu beobachten, ist die Dame jung und hübsch, kommt die Hilfe meist schnell. Leider lässt sie manchmal auf sich warten, wenn die Figur nicht mehr ganz so makellos ist. Ja, wenn Sie so freundlich wären, ich weiß nicht, was mit meinem Auto los ist. Ich bin stehen geblieben, ja. Ob der Motorschaden aber ist oder was. Aber mal nachsehen. Hier. Ich hab leider gar keine Ahnung. Ein schöner Abend. Fand ich prima, du auch. Du, aber warte mal. Ist vielleicht doch besser, wenn du fährst, ne? Dein Zustand sollte man wirklich nicht mehr fahren. Es kommt oft vor, dass Männer durch Alkoholgenuss fahruntüchtig und auf die Hilfe der Damen angewiesen sind, obwohl diese ungern abends oder nachts fahren. Frauen fahren meist vorsichtiger als Männer, weil ihnen die Übung fehlt. Sie behindern dann den fließenden Verkehr. Viele Frauen scheuen das Anlegen des Sicherheitsgurts, weil sie Angst um ihren Busen haben. Diese Sorge ist unnötig, sagen Mediziner, wenn der Gurt richtig sitzt. Selten sieht man bei Frauen gefährliches Fahrverhalten. Männer gehen schon eher ein hohes Risiko ein, wie hier beim Überholen einer Kolonne. Frauen rasen auch nicht, wie manche Männer, so durch eine Kurve. Frauen sind auch keine Kurvenschneider. Vorsicht, Kinder auf dem Rücksitz. Wenn Mütter ihre Kinder zum Kindergarten oder zur Schule fahren, werden sie leicht abgelenkt. Dann mit solchem Fehlverhalten rechnen. Mein Gott, nee. Mach dich nicht nervös. Ja, nur was heißt die nervöse Fahrer anständig? Was mich nervös? Deine Fahrweise. Pass auf hier. Man sollte die Frau öfter ans Steuer lassen, damit sie Erfahrung und Routine bekommt. Aber dann nicht dauernd über ihre Fahrweise nörgeln. Gib doch ein bisschen mehr Gas hier. Männer fühlen sich oft den Frauen am Steuer gegenüber stark und überlegen. Sehen Sie selbst, wie leicht sie schwach werden können. Heute geht es um den Internationalen Frauentag und gleich in der zweiten Hälfte wird Jens Heinrich Klaassen die drei schönsten Liebeslieder für die Frau versuchen zu intonieren. Wird super, kann ich Ihnen versprechen. Es ist ehrlich gesagt immer noch ein bisschen ungerecht, was im Fernsehen zum Beispiel auch passiert. Warum heißt die Sendung Bauer sucht Frau? Ne? Warum heißt die nicht Frau sucht Bauer?
Weil sie dann langweilig wäre, sage ich ganz ehrlich. Wenn die Sendung Frau sucht Bauer, dann wäre die Story, ja, der Bauer ist vor einer Woche mit dem Trecker auf irgendeine Bauerndemo gefahren und ist noch nicht wieder zu Hause. Dann wäre die Geschichte aber auch zu Ende erzählt. Es gibt aber noch mehr Ungerechtigkeiten, auch verpackte in Tüten. Die will ich Ihnen zeigen. Aber einen Brüller hat sich, glaube ich, die Bild-Zeitung geliefert. Denn das war die Schlagzeile am Frauentag. Er wird der neue Präsident der Frauennationalmannschaft. Ja, und das Er ist größer geschrieben als alle Frauen zusammen auf diesem Bild. Wunderbare Grafik, unten drunter ein paar Frauen, die sich scheinbar freuen über diesen Wauxpas der Bild-Zeitung. Ansonsten war nichts los diese Woche. Die internationale Raumstation ISS hat mit Batterien nach uns geworfen, nicht getroffen, soweit ich weiß. Und das war's. Streiks bei der Lufthansa, bei der Bahn, das kann auch so weitergehen. Vielleicht auch nicht. Und wenn die Streiks zu Ende sind, dann kommen die nächsten. Also ich finde, wir sollten uns da im Grunde so ein klein bisschen dran gewöhnen. Aber jetzt möchte ich Ihnen noch eins zeigen, was die Industrie nämlich beiträgt in Sachen Frauentag. Da haben wir hier diese wunderbaren Gummitierchen und die Firma, die hier nicht zu erkennen ist, die hat es herrlich hingekriegt, zu jedem Gemütszustand ein paar Gummitiere herzustellen. Hier zum Beispiel für die Legalisierung von Drogen, ne, irgendwie dann doch ziemlich, ja, so. Dann für die Fans, die das RTL-Programm genau deswegen mögen, weil dort Bauer sucht Frau oder gute Zeiten, schlechte Zeiten läuft. Übrigens, ich möchte jetzt nicht wissen, welche Gummitierchen hier drin für gute Zeiten und welche für schlechte. Ist auch egal. Aber der Brüller zum Frauentag von derselben Firma war das hier, der Sheroes Mix. Hier sind nur Gummitiere von weiblichen Superhelden drin. Herzlichen Glückwunsch. Damen und Herren, in der zweiten Hälfte Jens Heinrich Klaassen mit seinen drei Lieblingsliedern für die Frauen. Es ist Internationaler Frauentag diese Woche gewesen. Deswegen bleiben wir ein bisschen monothematisch und schalten zu unserer Moderatorin Lara Müller ins Lottostudio. Ich begrüße Sie herzlich im Euro-Jackpot-Studio von Lotto Thüringen. Wir sind mitten im März und da fragen sich viele, bevor sie morgens aus dem Haus gehen, ja, was ziehe ich eigentlich an? Oft beobachte ich, wie an etwas wärmeren Tagen im März die eine Hälfte der Menschen in der Fußgängerzone noch mit dicker Winterjacke unterwegs ist und die andere Hälfte schon in luftiger Frühlingskleidung. Naja, was soll ich sagen? Dafür gibt's doch die gute alte Übergangsjacke. Aber was heißt das eigentlich genau? Mehr dazu gleich. Jetzt kommen wir erstmal zur Bekanntgabe der Gewinnzahlen vom 8. März, wie immer ohne Gewähr. Ganz herzlichen Glückwunsch, wenn das Ihre Zahlen waren. Haben Sie eigentlich eine Übergangsjacke? Also ich denke mir ja, das ist eine tolle Erfindung der Modeindustrie. In einem großen Online-Shop für Outdoor-Bekleidung heißt es zum Beispiel, Übergangsjacken sind Jacken für den Übergang von kühlen zu warmen Temperaturen und wieder zurück. Sehr oft trifft das auf milde Tage im Frühling oder Herbst zu. Aber natürlich auch kühle, vielleicht windige Tage im Sommer. Übergangsjacken sind immer dann perfekt, wenn es zu warm für eine Winterjacke ist, aber noch zu kalt, um ohne Jacke unterwegs zu sein. Oder vielleicht ist es auch einfach der beste Anlass, um sich nochmal eine zusätzliche tolle Jacke zu kaufen. Naja, jeder wie er will. Nun aber nochmal ein ernst gemeinter guter Rat von mir. Vergessen Sie nicht, Ihren nächsten Lotto-Tipp abzugeben. Lotto spielen geht auch einfach online, indem Sie Ihren Tippschein auf lotto-thüringen.de abgeben. So viel ist am Dienstag wieder für Sie im Euro-Jackpot. Na, Arno, gewinnst du wieder? Nee, nur das eine Mal. Aber das ist immerhin richtig, ne? Ja, ändert nicht dich, ändert dein Leben. Eurojackpot mit bis zu 120 Millionen Euro. Ziehung jetzt jeden Dienstag und Freitag. Eurojackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Zur nächsten Ziehung sind rund 10 Millionen Euro im Jackpot. Infos unter lotto-thüringen.de. Spiele, gewinne beim Original. Toll.
Toi, 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 ich drücke ganz fest die Daumen für Sie. Hier geht's jetzt weiter mit Daniel Ebert und Nonsenf. Rebecca Lara Müller. Kleiner Hinweis noch, Lotto Thüringen warnt im Moment vor falschen Anrufen angeblicher Mitarbeiter, die ihnen versuchen, dann Daten zu entlocken am Telefon oder gar Verträge mit ihnen abzuschließen. Bitte gehen Sie nicht auf diese Gespräche ein. Lotto Thüringen versichert, dass es keine Angestellten ihrer Firma gibt, die sie zu Hause anrufen würden und versuchen würden, mit ihnen Verträge abzuschließen. Wenn sie Lotto spielen wollen, tun sie es auf sichere Weise, tun sie es in einer Annahmestelle hier irgendwo im Land oder aber sie gehen ins Internet auf lotto-thüringen.de. Da sind sie auf jeden Fall sicher. Wenn sie so einen Anruf eines angeblichen Lotto-Mitarbeiters erwischt, legen sie einfach wieder auf. Lotto Thüringen warnt vor solchen Anrufen. Das ist Betrug. Jetzt zurück zu unserem Frauentag. Und da haben wir Jens Heinrich Klaassen, einen Comedian, der schon viele Preise eingeheimst hat, der schon über 15 Jahre auf den Weltmeeren der Comedy umhersegelt und trotzdem irgendwie immer noch alleine ist. Drücken wir ihm die Daumen, vielleicht klappt's ja heute zum Frauentag. Ihr könnt, wenn ihr wollt, gern mitsingen. Genau, Zettel rausholen, auch sehr gerne. Das ist, willst du mitschreiben? Aha, Klavier, nicht sexy. Das ist morgen noch weiß. Sehr schön. Holt dich einen Post-it-Block raus. Wirklich, was ist denn los mit euch heute? Ich habe mich so auf heute Abend gefreut. Das ist so. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Feuerzeuge schwenken. Falls ihr ein Smartphone habt, gerne auch eure Feuerzeug-App. Sehr schön da hinten, aber nur iPhones, kein Android-Kack bitte. Nehmt euch in den Arm, habt euch lieb, wenn ihr euch kennt, sonst bitte nicht. Das wäre sonst, jetzt wird's ganz romantisch, die Refrains meiner drei liebsten Liebeslieder. Pass auf. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir Mandy davon überzeugen können, dass dafür Klavier schöner ist als Schlagzeug. Pass auf, okay? Also als Experiment, Mandy. Lena, du hast es oft nicht leicht. Nicht ernsthaft, oder? Nein! Was ist das denn für ein Abend heute? Weit die Kraft auch reicht, wenn ich am Boden liege, erzählst du mir, dass ich bald fliege. Und alle für Lena, Achtung! Lena, wie ein klarer, warmer Wind, wenn die Tage stürmisch sind, lass ich mich zu dir treiben, Seelen aneinander reiben. Schön, nächstes! Sweet Caroline. Komm, lauter, Sweet Caroline. Ja, good times never seem so good. So good, so good, so good. Juliane, Sweet Caroline. Whoa, to believe they never would. But now I. Und jetzt kommt mein absolutes Lieblingsliebeslied. Das schönste Liebeslied, das jemals auf diesem Planeten komponiert wurde. Ding Dong, die Hexe ist tot. Nein, das ist es. Nein, das ist es nicht. Das war nur Spaß. Jetzt kommt's wirklich und ihr glaubt nicht, wie wenig Bock habe ich es zu singen. Pass auf. Oh Mandy, well you came and you gave without taking. But I sent you away, oh Mandy. And you kissed me and stopped me from shaking. And I need you today, oh Mandy. Oh, so kein Bock drauf gehabt. So, aber ich weiß seit einer Stunde, dass du Mandy heißt. Und ich weiß seit einer Stunde, dass dieses Lied kommt. Und ich habe da hinten gesessen und geweint im Backstage-Bereich. So. Ja, das ist ja auch, hast du ja auch, pass auf. Aber es geht noch weiter, Mandy, warte ab. Es gibt noch eine Auflösung. Also, aber das ist meine Art, mich auszudrücken, Klavier zu spielen. Immer wenn ich ganz, ganz doll in eine Frau verliebt bin, das kommt durchaus mal vor, dann komponiere ich für die ein Liebeslied. Und vor kurzem war ich wieder ganz doll verliebt, hab für die Frau ein Lied komponiert und hab ihr das vorgespielt. Bitte?
Dankeschön. Ja. Bis gerade eben dachte ich, boah, du bist so freundlich. Und jetzt, ich will nach Hause. Daniel, was ist denn hier los? So, und das wird alles aufgezeichnet, so eine Scheiße. Ja. Aber du hast völlig recht. Wie heißt du? Bitte? Christian, du hast völlig recht. Ich hab der Frau das vorgespielt, ganz romantisch, aus einem schönen alten Flügel. Auf den Flügel hatte ich eine Kerze gestellt. Die Kerze habe ich angezündet. Dann ist der Flügel abgebrannt. Und dann hat sie gesagt, und jetzt, du hast völlig recht, Christian, sie hat gesagt, Jens-Heinrich, das ist ein total schönes Lied, das ist wunderschön, aber so kriegst du mich nicht. Das ist viel zu nett, das ist viel zu lieb. Und dann hat sie gesagt, und das, wie gesagt, das ist nicht meine Meinung, sie hat gesagt, Jens-Heinrich, die meisten Frauen stehen eher auf Arschlöcher. Hat sie gesagt, das ist nicht meine Meinung. Was sagen die Frauen? Sabrina, was sagst du? Ja, was willst du jetzt sagen? Er sitzt neben dir. Und macht auch ehrlich gesagt einen netten Eindruck. Das Problem ist, ich bin kein Arsch. Ich finde nett sein wirklich, wirklich wichtig. Ich finde, unsere Gesellschaft krankt unter anderem daran, dass man nicht nett genug ist, dass man nicht genug Rücksicht nimmt. Und auch wenn es ein bisschen altmodisch ist, finde ich trotzdem, dass ich als Mann Frauen mit Respekt behandeln sollte. Ja, finde ich wirklich. Und das mache ich auch wirklich immer und überall. Ich halte Frauen die Tür auf, auch beim Auto. Ich gehe sogar ums Auto rum. Und das ist bei meinem Maybach echt ein weiter Weg. Ich hab so viel Kohle. Dann im Restaurant. Ich gehe im Restaurant immer vor. Man geht als Mann wirklich, man geht immer vor. Es ist falsch zu glauben, die Frau geht vor. Nein, das ist unbekanntes Terrain. Da checkt man als Mann erstmal die Lage und holt dann die Frau nach. Dann drücke ich der Dame im Restaurant den Stuhl zurecht. Ich zahle nicht. Man muss es nicht übertreiben. Natürlich zahle ich. Ja. Dann holt sie meistens noch einen Post-it-Zettel raus. Und jetzt sagt sie, das ist falsch. Du bist ein Arsch. Deswegen möchte ich es einmal kurz nur so tun, als sei ich ein Arsch. Damit ich heute Abend nicht alleine im Boutique-Hotel Schieferhof, Zimmer 409, schlafen muss, singe ich jetzt gleich diese drei Refrains nochmal, aber so ein bisschen anders. Und würde euch Frauen hier im Fernsehzimmer darum bitten, dass ihr nach jedem Refrain darüber abstimmt, ob mich dieses Böse jetzt in euren Augen begehrenswerter macht, okay? Daumen hoch heißt, ja, das ist sexier. Daumen runter heißt, nein, sei lieber lieb. Einverstanden? Pass auf, ich muss mich da kurz reinversetzen, ich muss kurz ein bisschen böse werden. Das wird ein Löwe. Ich kann unglaublich gut Tierstimmen nachmachen. Kuckuck. Ein Elefant. So, los geht's. Lena, du bist ne blöde Kuh und hässlich noch dazu. Ja, ich kann doch nicht ahnen, dass sie da ist, wenn ich am Boden liege. Erzählst du mir, dass ich bald fliege. So, die Frauen, so lieb, so böse. Okay, gut, nächstes. Sheet Caroline, wohoho, dieses Kleid erfordert Mut. Du passt da nicht rein, wohoho. Dieser Dress steht dir nicht gut. Nein, nein, nein. Die Frauen anzeigen? Okay, ja. Gut, halt, gut. Und jetzt kommt meine Lieblingsstelle heute Abend. Oh Mandy, schon alleine dein Name klingt scheiße. Doch er passt gut zu dir. Das habe ich vor 3 Wochen in Dresden gespielt. Keine gute Idee. Doch er passt gut zu dir. Ich bin Comedian, Mandy. Gut, dann das nächste. Resi, ich mach die mit meinem Traktor platt. Resi, pass auf, da liegt. Heißt jemand Resi? Nein. Gott sei Dank, so unter sein Rad. Und dann spui munter Monika. Ich hab Zeit, du bist nimmer da. Alle klatschen. La 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 la. Denn mit Gehässigkeit kommt auch das Glück zu mir. Bravo. Vielen Dank. So, das war jetzt. Das war genug Nonsens für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns nächste Woche wieder. Die scheinen irgendwie sauer zu sein. Ich weiß gar nicht warum.